Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Heute gucken wir uns das Thema Vererbung an. Was eigentlich Vererbung in der Algorithmik ist, wie sie in Java funktioniert und warum Vererbung nützlich ist beim Programmieren, das erfahren wir alles in diesem Video. Los geht's! Alles klar, wir starten direkt rein und als erstes kommt natürlich die Frage auf, was ist eigentlich Vererbung? Und zwar Vererbung in der Informatik bzw. der Algorithmik. Und zwar nicht in der Biologie, da kennen wir sie alle. Und zwar Vererbung in der Informatik ist, das kann man sich direkt merken, eines der wichtigsten Konzepte der objektorientierten Programmierung. Und wie auch in der Biologie gibt es eine Elternklasse, die vererbt alle ihre Attribute und ihre Methoden an die Kindsklasse. Also ähnlich wie in der Biologie wird irgendwas vererbt nach weitergegeben, eine Generation nach unten. Was spart das? Naja, wenn wir das bei der Elternklasse jetzt irgendwas definieren können, dann können wir uns Quellcode sparen, weil wir es dann nicht mehr für jedes Kind programmieren müssen. Naja, und fehleranfällig ist das auch nicht so, wenn wir es nur einmal programmieren müssen und nicht für jedes Kind einzeln und Veränderungen werden übertragen. Aber das schauen wir uns jetzt alles mal an einem Beispiel gleich an. Aber als erstes müssen wir uns das ein bisschen bildlich klar machen. Wir nehmen mal heute das Beispiel Fahrzeug. Und zwar wollen wir vielleicht irgendwie eine Fahrzeugflotte, die wir haben, in einer Programmiersprache, nachher wird es Java sein, umsetzen. Und mein Fahrzeug hat jetzt zum Beispiel ein Baujahr, das ist ein Integer, und einen Hersteller, das ist natürlich ein String. Und generell hat ein Fahrzeug die Methode fahren. So, nun habe ich in meinem Fuhrpark natürlich unterschiedliche Fahrzeuge. Ich habe zum Beispiel PKWs, aber ich habe auch Fahrräder. So, und die sind natürlich beides Fahrzeuge, aber ganz spezielle Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz haben die natürlich beide ein Baujahr. Ein Fahrrad hat ein Baujahr und auch ein Auto hat ein Baujahr und sie haben beide einen Hersteller, sowohl das Fahrrad als auch der PKW. Das heißt, und auch beide haben die Methode fahren. So, und das heißt ja nichts anderes, als dass beide alle Methoden und Attribute der Methode Fahrzeug auch besitzen. Diese erben sie davon. Ja, also PKW und Fahrrad haben Erben von Fahrzeug. Der PKW hat jetzt natürlich noch weitere Attribute, zum Beispiel Anzahl Türen und ein Kennzeichen. Das hat ein Fahrrad im Allgemeinen erstmal nicht. Wir sprechen mal von ganz normalen Fahrrädern. Und, naja, ein Fahrrad muss ich nicht starten, ein PKW schon. Und das Fahrrad hingegen hat eine Rahmengröße. Das hat mein PKW ganz sicher nicht. Okay, jetzt ist natürlich immer die Frage, ich muss das erstmal modellieren in der Programmiersprache oder generell in der Algorithmik gibt es ja die berühmte Unified Modeling Language, nämlich UML. Und da sieht Vererbung so aus. Zwar kennzeichne ich, der PKW ist jetzt ja zum Beispiel eine Kindsklasse vom Fahrzeug. Und das mache ich klar, indem ich vom PKW einen Pfeil zum Fahrzeug mache. Also, Vererbung mache ich in der UML-Sprache immer dadurch deutlich, dass ich von der Kindsklasse einen Pfeil zur Elternklasse male. Und nicht andersherum. Wichtig, in jeder dieser Kindsklassen schreibe ich jetzt natürlich nur die Methoden und die Attribute rein, die nicht sowieso schon in der Elternklasse definiert worden sind. Ja, also eigentlich, wenn wir uns das klar machen, stehen hier bei PKW und auch bei Fahrrad noch solche Sachen drin wie Baujahr und Hersteller. Und auch noch die Methode fahren, die habe ich jetzt hier aus Platzgründen mal weggelassen. So, und wie kann jetzt Vererbung noch weiter funktionieren? Es gibt jetzt ja noch verschiedene Arten von PKWs zum Beispiel. Ja, das könnte man jetzt auch noch so bauen, indem man noch, jetzt habe ich das ein bisschen zusammengeschoben, den SUV als besonderen PKW einspeichert. Der hat zum Beispiel noch die Eigenschaft, ist geländetauglich. Das ist bei Limousinen gar nicht fragwürdig, also braucht man gar nicht fragen, weil die sind alle nicht geländetauglich. SUVs können meinetwegen geländetauglich sein, deswegen brauchen sie diese Eigenschaft. So, dieser SUV erbt nun alle Eigenschaften von der Klasse PKW. Und diese Klasse PKW erbt alle Eigenschaften von der Klasse Fahrzeug. Das heißt, wenn ich bei der Klasse Fahrzeug irgendwas ändere, erhält das auch die Klasse SUV am Ende. So, und beim Fahrrad funktioniert das natürlich genauso. Da könnte ich auch noch in verschiedene Fahrräder unterteilen, in Rennräder, Citybikes, Trekkingbikes, was auch immer, Mountainbikes. Da gibt es ganz viel. Genauso wie bei den Autos. So, und jetzt fragen wir uns natürlich, das ist ja erstmal ein schönes Konzept. Aber wie setze ich das denn in Java um? Und da gibt es bestimmt auch noch wieder ein paar Besonderheiten. Ja, die gibt es und die schauen wir uns jetzt an. Also in Java. Vererbung. Ich habe als erstes mal die ganz normale Klasse Fahrzeug definiert. Die hat einen Baujahr und einen Hersteller als Attribute.
Den Konstruktor, naja, den kennen wir schon. Ne? Wir haben die Klasse ganz normal definiert. Ist ja auch unsere Elternklasse. Die weiß gar nicht, dass sie eine Elternklasse ist. Deswegen geht der Pfeil auch zu ihr hin und nicht von ihr weg. So, eine Elternklasse ist also eine ganz normale Klasse. Jede Klasse kann eine Elternklasse sein. Ich habe natürlich jetzt sowohl den Konstruktor als auch die Methoden aus Platzgründen einfach nicht ausgeschrieben. Was dann da drin steht, das könnt ihr euch selber überlegen. So, und jetzt denke ich mir, ich möchte ja jetzt eine Klasse haben, die Klasse PKW, habe ich mir mal rausgesucht, und die soll ja von meiner Klasse Fahrzeug erben. Und erben tue ich in Java mit dem Schlüsselwort Extens. Und zwar schreibe ich das oben hin, Class PKW, Extens, Fahrzeug. Und dann bin ich ja fertig, oder? Weil dann erbt sie ja und dann ist alles gut. Nein, so geht's nicht, weil wir haben ja ein großes Problem. Wenn wir unseren Konstruktor so aufbauen, wie er dort stand, dann haben wir ja nur Anzahl und Kennzeichen übergeben. Aber ich habe ja gesagt, alle anderen Attribute sind auch drin. Baujahr und Hersteller. Die sind ja gar nicht definiert, wenn ich dann einfach einen neuen PKW mit dem Konstruktor baue. Das wäre ja total doof. Und deswegen gibt es einen neuen Konstruktor oder sozusagen das Wort super. Deswegen auch Vererbung in Java, alles super. Und zwar funktioniert das so. Wir haben einen neuen PKW oder eine Klasse PKW, die vererbt von der Klasse Fahrzeug. So, und wenn wir jetzt den Konstruktor vom PKW aufrufen, dann müssen wir natürlich auch Baujahr und Hersteller übergeben, wenn wir einen neuen PKW erschaffen. Und dieses Baujahr und Hersteller müssen wir eigentlich an unsere Elternklasse, das Fahrzeug, weitergeben. So, und aber natürlich ist meine Elternklasse nirgendwo als Attribut oder ähnliches in meiner Kindsklasse aufgeführt. Aber durch das Extens weiß ich ja, naja, eigentlich gehören wir, naja, alle Attribute und Eigenschaften der Fahrzeugklasse gehören mir auch. Und dafür gibt es dann den Superkonstruktor. Das Wort Super greift immer auf die obere Klasse zu, also auf die Elternklasse. Und da wir erstmal in Java immer nur eine Elternklasse haben oder eine direkte Elternklasse haben, wissen wir auch genau, auf welche Klasse wir mit diesem Super zugreifen. Und das Super ist jetzt nichts anderes als der Konstruktor für die Klasse Fahrzeug in unserem Fall. Und die Klasse Fahrzeug, der Konstruktor der Klasse Fahrzeug, benötigt Baujahr und Hersteller. Und das schreiben wir dann mit unserem Super-Konstruktor mit rein. Das heißt, als erstes in unserem Konstruktor von PKW rufen wir Super, Baujahr, Hersteller auf. Damit habe ich dann alle benötigen Attribute meiner Elternklasse bestätigt. Und dann kann ich ganz normal weitermachen. Dafür steht dann noch Punkt, 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 indem ich sowas wie Anzahl Türen und Kennzeichen festlege. Und dann habe ich meine Klasse PKW auch vollkommen definiert. Oder mein Objekt von der Klasse PKW hat dann alle Eigenschaften, die gefordert sind. Jetzt gehen wir mal weiter. Wie ist denn das eigentlich mit Methoden? An sich, alle Methoden werden geerbt, oder? Gar kein Problem. Aber nicht jedes Fahrzeug fährt gleich. Wir hatten ja diese Methode fahren. Erinnerst du dich? Ja, die Methode fahren in Fahrzeug. Aber ein Fahrrad fährt ja anders als ein Auto, also als ein PKW. Und das müssen wir ja irgendwie überschreiben, dann diese Methode. Also das heißt, wenn ich in der Klasse PKW bin, soll fahren natürlich anders funktionieren als allgemein beim Fahrzeug. Und das kann ich machen und dafür gibt es das berühmte Wort oder das Schlüsselwort Override. Und zwar @Override schreibe ich direkt vor die Methode oder eine Zeile darüber. Dann wird klar, alles klar, was jetzt folgt, ist eine Methode aus der Elternklasse, die möchte ich aber überschreiben. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, die Methode fahren ganz neu für meinen PKW oder für meine Klasse PKW zu definieren. So, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem. Ich habe ja gerade gesagt, Vererbung ist super, um Code nicht immer wieder zu replizieren und dann 1000 Stellen den gleichen Code zu haben. Aber wenn ich das jetzt überschreibe und eigentlich nur eine kleine Änderung haben will, oder ich will die normale Fahren-Funktion haben, am Ende noch eine kleine Ausgabe nach dem Motto, das Fahrzeug bewegt sich fort, dann wäre es ja total blöde, wenn ich den ganzen Code nochmal neu schreiben muss. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, die Methode fahren aus der Elternklasse aufzurufen. Und das funktioniert wie folgt, nämlich wieder mit dem Super-Schlüsselwort. Super.fahren ruft die Methode fahren
aus der Elternklasse auf. Und anschließend kann ich dann einfach meine Methode weiter fortführen, nämlich die Methode fahren, den PKW noch spezifizieren. In meinem Fall gebe ich einfach nur eine Konsole aus, der PKW fährt. Und diese Methode fahren wurde jetzt für die Klasse PKW neu definiert. Und zwar neu definiert, indem ich zum einen die Methode aus der Elternklasse benutze und sie dann erweitere. So, nun fassen wir noch einmal zusammen, was sind eigentlich die Vorteile von Vererbung. Und zwar kommt da ganz schön was zusammen. Ich kann Code wiederverwenden. Das heißt, ich brauche nicht häufig wieder meinen gleichen Code schreiben. Ich erhalte eine Struktur in meinem ganzen Softwareentwicklungsprozess und in meinem ganzen Programm. Ein Programm ist total einfach erweiterbar. Wenn ich zum Beispiel ein neues Fahrzeug hinzufügen will, dann kann ich einfach die Elternklasse PKW benutzen und dann einfach eine neue Kindsklasse der Klasse Fahrzeug definieren. Weiterhin werden Funktionen zentralisiert. Das heißt, Funktionen, die von mehreren Klassen benutzt werden, kann ich in einer gemeinsamen Elternklasse zusammen bündeln. Und natürlich ist die Fehleranfälligkeit auch viel geringer, wenn ich eine Funktion nur einmal schreiben muss. Und wenn ich Änderungen einfüge, muss ich sie auch nur an einer Stelle einfügen. Und natürlich ist mein eigenes Programm auch viel leichter lesbar. Sowohl für mich als auch für andere. So, hast du noch offene Fragen zu dem Thema Vererbung in der Algorithmik oder in Java? Dann stell sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn du Lust hast, mich und meinen Kanal zu unterstützen, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst oder sogar deinen Freunden davon erzählst. Wenn du Lust hast, noch weitere Konzepte der Programmierung kennenzulernen und Beispiele mit mir in Java zu programmieren, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao und bis dann!